da ist ein Vogel, da ist ein scheiß Kind, da ist ein scheiß Flugzeug, da ist ein scheiß Motorrad. Was ist denn falsch heute? Mann, halt's Maul. Das ist mir jetzt zu blöd, ich geh rein, ohne Witz. So, jetzt bin ich hier drin und ich hoffe, das geht jetzt klar. Ich habe meine Haare nicht gemacht, weil ich gerade keinen Bock habe. Ist mir auch egal. Und ja, also Leute, keine Ahnung, ob ich das eben schon gesagt habe. Auf jeden Fall, es geht halt heute nicht um ein bestimmtes Thema, sondern um eine Sache, die ich wirklich unterstützen will, die ich geil finde, die wirklich Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Und deswegen schaut euch bitte das Video ganz an und würde mich echt freuen. Und ich mache jetzt die Scheißsüße. Alter, warum sind denn noch so viele Kinder heute? Mein Gott. Auf jeden Fall ist am 30.06., also vor, ich glaube, ungefähr 2,5 Wochen oder so, die Aktion Share the Meal gestartet. Und darüber möchte ich euch heute gerne ein ganz bisschen erzählen. Und ohne Scheiß, hört mir bitte kurz zu. So, es gibt Menschen wie hier in Deutschland, es gibt überall auf der Welt Menschen, die so gut haben wie die meisten Menschen in Deutschland. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die es gar nicht gut haben. Und das ist wirklich unvorstellbar gar nicht gut. So was könnten wir uns nicht vorstellen. Ich meine, klar, jeder weiß, es gibt Menschen, denen geht es nicht so gut. Aber nicht viele wissen, wie scheiße es denen wirklich geht. Und ich glaube, das kann man sich als Mensch, der jetzt hier wohnt, auch gar nicht vorstellen, wie das da sein muss zum Teil. Ja, und seitdem ich mich mit dieser Aktion und der damit verbundenen Handy-App so ein bisschen beschäftigt habe, kann ich es überhaupt nicht verstehen, warum so viele Menschen hungern müssen. Ich meine, okay, ich habe mir jetzt die Handy-App schon geholt, die heißt Share the Meal, der Link dazu ist in der Beschreibung. Wartet noch kurz, bevor ihr euch die möglicherweise downloadet. Auf jeden Fall, es geht halt darum, ihr könnt, indem ihr euer PayPal-Konto oder keine Ahnung was damit verbindet, wirklich, ohne Scheiß, was schätzt ihr, wie viel muss man einem Kind pro Tag spenden, damit es nicht hungern muss? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr gedacht hättet. Es sind 40 Cent, das ist wirklich nicht viel. Wenn ihr jetzt noch zur Schule geht, nicht arbeitet, keine Ahnung, vielleicht 30 Euro an Taschengeld bekommt im Monat, sag ich mal, dann ist es doch auch vollkommen okay, wenn ihr einmal die Woche 40 Cent spendet. Jetzt denkt bitte nicht einfach so, ja, es gibt genug Menschen, die das machen, ihr müsst selber mal was machen. Ohne Scheiß, ich wette, viele von euch, ich meine das auch überhaupt nicht böse, denken sich jetzt, ja, das machen eh schon genug, ob ich das jetzt auch noch mache oder nicht, spielt keine Rolle. Macht einfach mit. Stellt euch mal vor, dieses Video sehen jetzt mit der Zeit, weiß ich nicht, 10, 20, 30.000 Menschen. Davon machen sich vielleicht 2.000 Menschen, wäre ja auch schon ein mega Erfolg für mich, meiner Meinung nach, machen sich diese App und spenden halt einmal die Woche 40 Cent. Wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habt, dann auch jeden Tag 40 Cent. Das ist ja wirklich nicht viel. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dort mitmacht, ein bisschen was Gutes tut. Und ja, der Link dazu ist in der Videobeschreibung, ist auch überhaupt kein Product Placement oder so, ich mache das freiwillig. Könnt ihr auch gerne in der Beschreibung nachlesen oder irgendwo nach einem Product Placement Einblendung suchen. Ist alles, weil ich halt das gut finde und sonst ist da gar nichts bei. Ja, ich glaube, dieses Video geht jetzt noch nicht so lange. Ich kann noch kurz was ergänzen und zwar wäre cool, wenn ihr euch das auch noch anhört. Ich habe einen Kumpel von mir, der macht bei einem Contest mit, Timtastic ist das. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere den von euch. Und zwar geht es halt darum, ein Video hochzuladen, was halt wirklich gut ist. Und der Gewinner fliegt halt nach L.A. Er braucht da noch ein paar Klicks, ein paar Likes und ich würde mich freuen. Ist halt ein Kumpel von mir, wäre mega geil. Der Link zu seinem Video ist auch unten in der Videobeschreibung. Klickt da einfach mal drauf, schaut euch das Video ganz an, lasst eine positive Bewertung da, würde mich persönlich auch sehr freuen. Und das war's von mir. Unterstützt ihn da ein bisschen. Haut rein. Ciao, wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist Montag, da kommt ein Hauptvideo. Wird cool, hoffe ich mal. Und jo, 15 Uhr einschalten.